Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Forfett und heute gibt's mal wieder ein krasses Video und zwar Chapter 3 kommt auf jeden Fall bald. Mehr Info gibt's dazu im heutigen Video. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und Abo da und tragt gerne meinen Creator-Code Forfett im Fortnite Item Shop ein. Denn jetzt ist ja wieder Anfang November, das heißt immer zum Monatsanfang und alle zwei Wochen fliegt der Creator-Code raus. Das heißt, bei euch allen ist jetzt mein Creator-Code rausgeflogen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr wieder meinen Creator-Code Forfett im Fortnite Item Shop eintragen könntet, um mich zu supporten. Außerdem sind wir kurz vor den 3000 Abos und bei 3000 Abos wird es auf jeden Fall ein krasses Special geben. Also ja, abonniert gerne den Kanal. Und zwar Fortnite Chapter 2 gibt es ja schon eine ganze Weile. Genauer gesagt knapp über 2 Jahre. Ich denke mal, die meisten von euch würden jetzt einfach mal ahnen, dass nach Season 8, welche jetzt spielt, die nächste Season 9 kommt und danach einfach Season 10. Aber in diesem Video werde ich euch zeigen, warum das nicht wahrscheinlich so sein wird. Denn es gibt verschiedene Indizien, die dazu sprechen, dass Fortnite in Chapter 3 direkt nach der Season 8 jetzt rausbringen wird und keine Season 9 oder so. Zum einen ist es so, dass wir Fortnite Chapter 1 knapp 2 Jahre hatten, knapp mehr als 2 Jahre. Und jetzt Chapter 2, also Kapitel 2, auch jetzt knapp über 2 Jahre. Das heißt, wenn jetzt Chapter 3 rauskommen würde, dann wäre es schon knapp länger als Chapter 1. Das heißt, es würde von der Zeit deutlich mehr Sinn machen, als wenn wir jetzt noch 2 weitere Seasons machen. Wir haben gerade über 750 Tage auf jeden Fall, in denen wir Chapter 2 sind. Und langsam wünscht sich die Community auf jeden Fall eine neue Map und ich finde, die aktuelle Map ist auch richtig ausgelutscht. Es macht nicht mehr so viel Spaß. Allgemein braucht Fortnite wieder etwas Neues. Da bringen keine neuen Content-Updates mehr oder irgendwas ähnliches. Fortnite braucht auf jeden Fall etwas komplett Neues, um vielleicht wieder in den Hype zu kommen, weil aktuell Fortnite, würde ich nicht sagen, ist tot. Auf keinen Fall, aber es hat auf jeden Fall keinen Hype mehr und es spielen immer weniger Leute Fortnite. Deshalb wäre es wichtig, dass mal wieder was komplett Neues kommt und nicht nur einfach eine neue Season, weil mit einer neuen Season in der Situation, in der Fortnite gerade ist, wird es sehr, sehr schwer sein, wieder mehr Leute anzuziehen, mehr Hype zu bekommen, weil Fortnite braucht halt einfach eine komplett neue Reform. Etwas komplett Neues und dann kann es wieder an Fahrt aufnehmen. Außerdem ist es so, es war ja so, dass in Kapitel 1 es 10 Seasons gab und diese 10 Seasons, natürlich wenn man Season 0 noch mitzählt, also bevor die erste Season rauskommt, aber insgesamt war Kapitel 1 etwas mehr als 2 Jahre mit 10 Seasons. In Fortnite Kapitel 2 haben wir jetzt schon mehr Zeit verbracht als in Fortnite Kapitel 1 mit nur 8 Seasons. Woran lag das? Nun ja, zum einen war Fortnite Kapitel 2 Season 1 immer auf jeden Fall deutlich länger als andere Seasons, die wir hatten und Kapitel 2 auch noch. Ihr erinnert euch vielleicht damals mit Black Lives Matter und so, da gab es dann nochmal 2-3 Wochen Verlängerung von Kapitel 2 Season 2 und Kapitel 2 Season 1 ging an sich halt schon richtig lange, über 100 Tage und normalerweise geht eine Season nie über 100 Tage. Deshalb ist es wahrscheinlich so, dass deshalb die Season 8, also bis zu Season 8, von Season 1 bis Season 8 in Kapitel 2 genauso lang ist, wie von Kapitel 1 bis, wie in Kapitel 1, Season 1 bis Season 10, also ungefähr so lang, vielleicht sogar ein bisschen länger. Deshalb wird es auch zeitlich Sinn machen, dass jetzt eine neue Season kommt. Aber das waren jetzt alles nur eigentlich Möglichkeiten und keine richtigen Indizien, dass jetzt Chapter 3 kommen wird.
ein wirkliches Indiz, warum jetzt Chapter 3 rauskommen wird, ist, dass Fortnite Ende 2020, ihr erinnert euch vielleicht, ein neues Kreativmodus angekündigt hat, also dass man Kreativmodding, alles dies, das, Ananas machen kann, dass es komplett neu überarbeitet wird, ein neues System für den Kreativmodus geben wird, dass man selber Sachen einprogrammieren kann. Und dieses Kreativmodding würde nicht wirklich Sinn machen, um es in eine neue Season zu packen. Und Fortnite hat Ende 2020 gesagt, dass dieses Kreativmod-Ding zu 100% 2021 rauskommen wird. Das heißt, wenn man es jetzt Season 8, also nach Season 8, also jetzt zu Season 9, wenn man es genau nimmt, dann rausbringen würde, dann würde es nicht wirklich Sinn machen. Weil so eine große Änderung bringt man nicht in eine neue Season rein, sondern da braucht man etwas komplett Neues, das heißt ein neues Chapter. Wie zum Beispiel zu Chapter 2 auch was komplett Neues war. Einmal die Map, die wir natürlich zu Chapter 3 nochmal bekommen, also eine neue Map. Und das Schwimmen. Das Schwimmen war auch ein komplett neues Mechanik, was auch neues Impulse ins Spiel mit eingebracht hat. Und genau sowas könnte nochmal dieses Kreativmodding reinbringen, dass man selber in Kreativmodus programmieren kann. Und so etwas würde Fortnite einfach nicht so zu einer neuen Season, zu einer neuen Season bringen. Also das glaube ich nicht. Deshalb wird es vermutlich ein neues Chapter geben. Das ist ein weiteres Indiz dazu. Außerdem ist es noch so, dass gerade sehr viel Hype aufgebaut wird. Also es wird versucht, sehr viel Hype aufzubauen durch das ganze Würfel-Event. Das ganze Würfel-Event, da ihr seht ja gerade richtig viele Würfel, dies, das, Ananas, und die Würfel sind ja schon bekannte Komplizen aus Chapter 1. In Chapter 1 hatten wir schon die Würfel. Und in Chapter 1 am Ende, in Season 10, waren nochmal Würfel da. Also wir hatten es einmal Season 6 zur Halloween-Thematik damals in Chapter 1. Und dann hatten wir es nochmal am Ende zu Season 10 und die haben nochmal ein Indiz dazu gebracht, dass jetzt was Neues kommt, weil ein Würfel kommt nicht einfach so zweimal. Und jetzt kommt er nochmal, ist er jetzt nochmal in Chapter 2 ein drittes Mal, die Würfel. Das heißt, es wird irgendwas Krasses passieren wahrscheinlich und das könnte dann das dritte Kapitel in Fortnite einleiten. Weil ihr seht, ja, wir haben gerade richtig viele Würfel auf der Map, wo es einfach richtig viele davon gibt, große, kleine, und es wird sicher, also ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es ein Fortnite Live-Event geben wird, und dann wird es in diesem Live-Event, wird es wahrscheinlich was richtig Krasses passieren, und dann wird durch diese Würfel vielleicht eine neue Map passieren. Außerdem wäre es auch richtig spannend für die Story in Fortnite, dass ein neues Kapitel kommt, weil wir hatten in Chapter 1, das Ganze hat sich, zu jeder Season gab es ein Live-Event und dann hat sich die Story fortgesetzt. Jetzt in Chapter 2 hatten wir leider kein Live-Event zu jeder Season, sondern ungefähr zu jeder zweiten Season hatten wir ein Live-Event. Deshalb, es würde neue Impulse ins Spiel bringen, es würde deutlich mehr Spaß machen, wieder Fortnite zu spielen. Deshalb wird sich Epic wahrscheinlich ausgedacht haben, dass wir ein neues Kapitel bekommen können. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr auch irgendwelche Informationen noch zu Kapitel 3 habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, Creator Code, Forfeit.